Oh, ich und mein bester Mate Falk waren noch ein bisschen Lava angeln. Haben uns ein paar Lava-Kekse rausgeangelt. Und jetzt geht's auch schon weiter zum nächsten Tod vielleicht. Und rauf dort Sharks. Jetzt muss ich einen Umweg rennen. Nur weil ich den Lava-Keks-Witz machen wollte, der nicht mal Sinn ergibt. Weil die Lava-Kekse anscheinend irgendwelche Viecher in Tiny Tina's Wonderland sind oder so, irgendwie heißen sie halt. Immer meinen Loot gelaufen. Gut, geile Sau. Runter damit, wir brauchen bessere Rüstung. Das ist so geil. Hier ist sie. Gleich mitten rein in seine Fresse. Auf Schaden fragt. Oh, vielleicht sollte ich mal was in Heilung und Leben stecken von meinen Fähigkeitspunkten. Aber den Weg entlang einfach. Sicher, dass ich ihn noch kann. Den Weg entlang. Okay. Ach, verdammt. Oh! Ah, kommt schon das nächste Viech. Das ist ein Eisvieh. Patrick, das macht. Konzentration. Wusa. So, was Legendäres gibt. Nee, nicht mal Lust zu looten, dieses Ding. Okay, der nächste Fight. Solange Falk Spaß hat. Das hat sich nach Spaß angehört, oder? Das bilde ich nicht. Bilde ich mir nicht nur ein. Das ist diese Seite. Zum Einzelnen. Oh. Aussicht genießen. Das? Wo sind wir? Könnte da legendäre Loot unten sein? Schlechter Zeitpunkt. Ich hole ich mir. Wer sagt das? Beiden Seiten werden wir angegriffen. Wo ist das Ding hin?
hätten wir schon mal. Hätte zur Deko passen. Ich glaube, ich cancel. Ich cancel den Falk seinen Granatenschaden ein bisschen aus. Granatenschaden, Feuerschaden. Ja, das ist da was Explosives. Okay. Double Teaming anbieten. Oh, Feuer und Elektrizität. Und Feuer und Spucke. Ja, geht doch. Oh, wer ist das? Schaut nicht so gut aus. Ich meine, ziemlich tot und der Nacken ziemlich eigen. Aber ich habe noch keine legendäre Waffe gesehen. Nur ein bisschen Elex. Ein Monster über mir. Eine Kiste, die wahrscheinlich schwer zu hacken ist. Vielleicht ein Schloss, gut. Wir haben keine Zeit für große Schlösser. Ist das alles? Was sagt die Lootbrille? Sagt, das ist alles. Ach, das Eisenerz, das brauche ich doch gar nicht. Es gibt eine Fähigkeit. Wo man sich Waffen herstellen kann. Die wahrscheinlich nicht so schlecht sein sollte. Aber es gibt so viele Fähigkeiten in diesem Spiel, dass ich sowieso nicht weiß, wie man alles einsetzt. Okay. Dann wollen wir hier noch raufschauen. Oh, so träge. Okay, den Zügel gehen wir dann. Klar, wenn der Typ so viele Rotscheiben ist, dass er nur träge noch ist. Wo führt uns das jetzt hin? Das riecht doch nach legendärer Waffe. Das riecht doch nach legendärer Waffe. Drüben. Ja, ich seh's. Wurzelbaum. Wo ist sie? Wo ist meine legendäre Waffe? Das sehen mit der Lootbrille. Oder nichts. Oder nichts. Verdammt. Schon wieder reingefallen. Ei. Legendäre Loot für mich.
Ein Wolfrudel. Ich bin zu exploring geil, Gott. Das zahlt sich nicht aus. Überhaupt nicht zahlt sich aus. Ich komme. Gut, gut. Schön zu wissen. Das Park noch top motiviert ist. Nein, komm. Lebenstränke. Hat es sich da ausgezahlt, Granaten? Es hat sich nicht ausgezahlt. Weiter. Hier ist er. Rein mit der Shotgun. Ich gleich Muni kaufen gehen wieder. Ob er ist abgelenkt. Nein, ist er nicht. Er ist ziemlich stark auf uns fokussiert. Okay. Hör auf, hier Schaden zu machen. Nicht cool, nicht cool. Einfach entlang. Das Ding ist schon weit entfernt. Ich kam mir im ersten Spiel sogar leichter vor. Ein Kampf. Ja. Ein gutes Tier gleich. Gut, 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 gut. Das ist wieder ein Ding. Wenn ich nur Schrot loote. Oh, du wurdest zu Tode genugt. Too bad, too sad. Was ist dieses Ding? Was will mich denn noch, wenn ich da alles killen? Langs. Nein, 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 nein. Mach mal Schaden. Da. Ich krieg auf die Fresse total Episode. Echt krass hier. Das für null legendäre Loot. Burger. Und gefüllte Frostpilze kriege ich. Dann ist es doch alles wert gewesen. Dieser eine gefrorene Burger macht's wert. Ich will gleich das Thumbnail nennen. Vielleicht gut wie meine Zeichnungen. Oh yeah. Schrotmuni, yay. Oh, nicht zum Hacken. Leichtes Schloss. Nein, nicht das Kampf war aber leichter. Nichts.
Zu einfach. Der nächste Teil wird klein, nicht mehr einfach. Da sind sie schon. Einmal erwischt. Ich weiß nicht, warum die Tiere es nicht attackieren. Ah. Bart nimmt ziemlich viel Schaden in dieser Episode. Und jetzt. Gute Arbeit beim Tanken, Falk. Sehr schön. Eine noch. Nur noch eine Killermaschine. Oh, ich dachte nicht, dass sie die großen Maschinen meinen, dass sie mir die Mission gaben. Komm, du willst doch nicht wirklich auch noch sterben. Tschüss. Enjoy the climb back up. Bird. Bird. Ach, Mist. Musst du nicht hacken. Maximale Gesundheit. Ach, er braucht schon Gesundheit. Viel lustiger, wenn ich mir eine Todesmontage zusammenbauen kann. Holdener Loot. Was meine ich? Viele Schüsse mir noch an. Bin ich hier? Nirgendwo. Zurück meine Eisfähigkeiten anpassen. Ach, ich nehme mal. Nein, ich bleib da, ich bleib dran. Ich nehme doch ein bisschen das. Wenn ich es mir recht überlege, dann nehme ich doch den Blizzard. Ich bin zu dumm für das andere. Schmatzt schon wieder wer. Eine Bleischleuder brauche ich noch. Wo ist sie? Bring mir die Bleischleuder. Was wollte ich jetzt? Ich bin schon ganz verwirrt. Ein Hustensaft auswählen. Ah, Blizzard. Okay. Auf zu schmatzen. Verdammt nochmal. Leichtere Mission hätte er nicht aussuchen können, die fighten wahrscheinlich gerade. Ratte. Ein Bett von euch ausborgen, Jungs. Schlafen eine Runde. Und langsam klettern. Extrem langsam. So schön langsam. Die Rüstung ist schwer. Der Mann ist träge. Okay, der hat viel Brot gegessen. Hätte mehr Kartoffelsalat essen müssen. Oh, Falk? Hallo, darf ich raus? Danke.
Oh. Ich schlaf gern in Schlafsäcke von Alps. Das ist mein Vater, dann Sertak. Ah, Scheiße. Ja. Die Suchbots der Elixitoren sind erledigt. Ihr könnt wieder aus euren Löchern kommen. Beeindruckend. Du bist immer noch so effektiv wie damals, als man dich noch die Bestie von Xakor nannte. Nur dreimal gestorben, kein Problem. Zieh deine Leute zusammen und komm zu uns in die Bastion von Caracas. Lass uns gemeinsam gegen die Skyans kämpfen und sie von diesem Planeten fegen. Je schneller wir anfangen, uns auf den offenen Schlagabtausch mit ihnen vorzubereiten, desto größer sind unsere Chancen. Nun gut. Wir werden das Wagnis ein weiteres Mal eingehen, mit dir in den Krieg zu ziehen. Nach Abwägen aller Optionen scheint mir diese die effektivste zu sein. Wenn wir gebraucht werden, werden wir da sein. Erwarte in Kürze unser Erscheinen. Ich danke dir, alter Freund. So. Das sollten erst einmal genug Kämpfer sein, um unsere Bastion zu festigen. Mal sehen, was Dawkins dazu sagt. Wir sehen uns in der Bastion. Warum klingt das bei dir wie eine Drohung? Die epische Musik kommt. Gehen wir zurück. Schauen wir, was noch abgeht. Ah, ich könnte mein Kind mal besuchen. Sarkasmus. Treibstoff. Letztes Stück Treibstoff. Sehr schön, sehr schön. Jo. Die Partnergilde ist stationiert und hat ihre Arbeit aufgenommen. Okay. Und du meinst, wir können uns auf sie verlassen? Das wird sich zeigen, sobald wir unseren ersten großen Angriff auf Marakor starten. Hoffen wir, dass du mit deiner Wahl richtig liegst. Nun gut, trotz allem, du hast es hingekriegt. Reife Leistung, das muss ich dir lassen. Wie geht deine Forschung voran? Ich habe Kurator Kupaks Daten jetzt gründlich auswerten können. Ich weiß jetzt, was wir tun müssen, damit wir eventuell doch noch dein Leben und vielleicht auch das der anderen Infizierten retten können. Na endlich. Ich wusste doch, du hast noch ein Ass im Ärmel. Wir müssen uns der Sky-Technologie bedienen. Die am besten ausgestattete Forschungszelle steht im Osten von Caracas. Du musst noch einmal zu Gamara. In der Forschungszelle dort ist ein Wandler, der bei richtiger Bedienung möglicherweise den körperlichen Verfall aufhalten könnte. Nach dem, was ich hier in meinen Analysen erarbeiten konnte, könnte dich das vermutlich sogar vollständig heilen. Großartig. Was genau muss ich tun, damit das funktioniert? Hier. Ich habe dir einige Daten an deinen Adjutor übermittelt, wie du den Wandler einstellen musst. Lass die Maschine das Ganze mal durchrechnen und bringe mir das Ergebnis. Wenn ich das habe, könnte ich dich vermutlich schon direkt in meinem Labor behandeln. Gut, das hört sich vielversprechend an. Ich werde mich so schnell es geht auf den Weg machen. Viel Glück, du wirst es brauchen. Mach weiter so, wir sind kurz davor, den ganz großen Durchbruch zu schaffen. Fantastisch. Mhm. Muss ich dafür Krone mitnehmen? Würde es hinergeben, oder? Erkenntnisse. Nein, muss ich nicht. Zur Sicherheit mache ich's. Zur Sicherheit. Wer ist da drin? Kaya? Wo ist mein Junge? Da ist mein Junge. Mitkommen. Ah, wir machen hier den Speedweg hinein. Das heißt, durchfliegen.
durchfliegen, das Spiel. Ah ja, wieder hier oben. Gute Landung. Schöne Aussicht, oder? Was meinst du? Schöne. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Ja, wir sind schon zum dritten oder vierten Mal hier drin, Mr. Crony. Wir schaffen das. Und wir werden noch nicht zweiten, fast. Vielleicht ist hier noch alles tot. Schaut auf jeden Fall ruhig aus. Ich muss fast meine Lootbrille aufsetzen. Yeah. Schauen, was ich noch übersehen habe. Ein bisschen an Öle. Das Klammern. Hier ist die Forschungszelle, von der Dorgan sprach. Jetzt muss ich nur noch den Wandler finden. So, jetzt gebe ich die Daten ein. Mal sehen, wie lange es... Aber was ist das? Dieser Geruch. Der kommt mir bekannt vor. Und diese Vorrichtung hier. Moment. Wo bin ich? Du wirst dich erinnern. Du wirst... Wer ist das? Dawkins? Folge meiner Stimme, Jax. Die DNA-Replikation war ein voller Erfolg. Ein Teil von mir ist in dir. Du musst ihn nur befreien. Nein, das kann nicht sein. Ich bin nicht... Nein, wir sind... Ja, Jax. Wir sind eins. Schon von Anfang an folgst du meinem Weg. Dem Pfad der Unsterblichkeit. Nein. Wir sind die Speerspitze der Menschheit. Gemeinsam wird uns niemand mehr aufhalten können. Nein. Nein. Oh. Erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich. Verdammt, was war das? Eine Halluzination? Eine tatsächliche Erinnerung? Ah, Scheiße! Und wie war das noch? DNA-Replikation? Oh Mann, das würde ja bedeuten... Ich muss sofort mit Dawkins darüber sprechen. Er ist mir einige Erklärungen schuldig. Schon wieder. Das ist doch nicht normal. Oh. Wir schicken uns schon wieder hin und her. Oh Mann. Oh. Da haben wir irgendwo eine Karte, die wir auffüllen können. Mal schauen, ob ich sie finde. Wird immer schlechter. Hier ist sie. Naja. Vielleicht nie. Wahrscheinlich nie. Ist er schon wieder abgehaut, natürlich. Wo ist der alte Mann schon wieder? Wo ist Dawkins? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht mehr auf ihn geachtet, wenn ich ehrlich bin. Warum? Was ist das diesmal? Ich hatte eine Art Flashback. Ich habe mich an einige Dinge erinnert, als Dawkins noch der Hybrid war. Je länger ich darüber nachdenke, desto realer scheint mir diese Erinnerung. Was hat er mit dir angestellt?
Ich fürchte, er unterzog mich einer Replikation mit seiner DNA. Hör mal, ich bin Warlord der Berserker. Komm mir nicht mit so einem technischen Kram. Er hat sein Erbgut in meinem versteckt. Man könnte auch sagen, er hat Teile von sich selbst kopiert. Nein, aber du bist doch kein Klon von Dawkins, oder? Das vielleicht nicht, aber viele seiner Eigenschaften hat er auf mich übertragen. Aber warum? Ich weiß es nicht, aber ich fürchte, ich könnte euch damit gefährden. Es erklärt auf jeden Fall so einige Dinge. Dawkins hat aus mir so eine Art Supersoldat gemacht. Übermenschliche Willensstärke, überdurchschnittliche Führungsqualitäten, extreme Anpassungsfähigkeit. Wer weiß, was alles in dem Cocktail drin war, den er mir verbaut hat. Warum gerade bei dir? Keine Ahnung. Vermutlich war ich aufgrund meiner Anlagen einfach der geeignetste Kandidat. Er erzeugte einen Lakaien, den nur er kontrollieren wollte. Doch irgendwas lief schief. Ich entzog mich damals mehr und mehr seiner Kontrolle. Und dann fing der ganze Schlamassel an. Intrigen, meine Exekution, der Krieg der freien Menschen gegen die Alps. Wie das endete, wissen wir alle. Und was ist heute? Ich erledige schon wieder seine Aufträge. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Das klingt für mich nach Verrat, wenn du mich fragst. Ich würde ihm nicht mehr trauen, wenn ich du wäre. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo er steckt. Wir müssen abwarten, bis er wieder auftaucht. Behalte das für dich, okay? Ich möchte nicht, dass sich das herumspricht. Die Situation ist schon angespannt genug. Wir können jetzt keinen weiteren Wirbel gebrauchen. In Ordnung. Wir haben einen starken Partner. Die Separatisten sind jetzt auf unserer Seite und werden uns im Kampf gegen die Skyans unterstützen. Interessant. Sie waren doch immer gegen die Obrigkeit der Alps, oder? Hoffen wir, dass sie wenigstens unsere Befehle entgegennehmen. Gut gemacht, Jax. Gut gemacht. Wirklich? Was? Was habe ich gut gemacht, bitte? Also zurück zu Vardek. Ich schätze, dann ist hier schon alles zu Ende. Boy, oh boy, oh boy. Da werde ich wieder rumgeschickt. Nein, ich will nicht kämpfen. Bin nur zum Tratschen hier. Was denn sonst? Oh, Vardek weiß wahrscheinlich wieder, wo sich der alte Dawkins aufhört. Kriegen wir Dawkins Bossfight Nummer 2. Okay. Da liegt doch noch Loot bei dir. Den Schrott übersehen. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Hinterhalt. Nein. Mal Fett speichern. Okay. Zwischenstand. Okay. Wir sind jetzt so weit, dass wir unseren Blick nach Marakor richten können. Jetzt gib mir, was ich brauche, um im Hauptformer der Skyans zu bestehen. Moment. Noch habe ich nicht alles, was ich gefordert habe. Erst wenn ich wieder ein ehrbarer Commander bei meinem Volk bin, werde ich dir helfen. Ach, wir haben keine Zeit mehr für so etwas. Wir hatten einen Deal. Hilf mir endlich, den Feind zu zerschlagen und du wirst schon nicht zu kurz kommen. Das reicht mir nicht. Ich will meinen alten Rang wieder. Jetzt. Ja, da ist es wieder. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Wer wird es wagen, einem Mann wie dir jemals wieder ein Kommando anzuvertrauen, geschweige denn dir in eine Schlacht zu folgen? Oh, genug. Ich werde dich lehren, mich herauszufordern und meine Autorität immer und immer wieder in Frage zu stellen. Aber... Super Kick.
Oh, er liegt am Boden. Aber Vater, bist du schon müde? Oh, ich habe den Schaden ignoriert. Ah, alter Mann. Tot? Nee, oder? Bewusstlos. Auch mit dir. Schmerzen. Lassen wir doch endlich diesen Unsinn. Während wir hier um unsere Begehrlichkeiten streiten, sind die Skyans möglicherweise schon auf dem Vormarsch. Ja, ich weiß. Du hast natürlich recht. Es ist nur... Hör zu, mein Junge. Ich... Was ist bloß mit dir passiert? Wo ist der große Mann, der uns als Kinder die Zielstrebigkeit und Effektivität lehrte? Du warst einmal mein Vorbild. Der kleine Junge, der ich einst war, hätte alles getan, um in deine Achtung zu steigen. Wie konntest du alles, was dich früher ausgemacht hat, so leichtfertig wegwerfen? Wenn die Elexatoren der Alps jemals erfahren hätten, dass du nicht mein leiblicher Sohn bist, sondern ein Kind von Jägern und Fischern aus Edan. Sie hätten über dich gerichtet. So wie du es bei mir getan hast. Ja, so ist es. Ich fürchtete nichts mehr als den kalten Elex-Entzug. Ich hatte gesehen, was es bei einigen von uns angerichtet hat. Der Gedanke, meine Stellung bei den Alps zu verlieren und damit von unseren Elex-Quellen abgeschnitten zu sein, machte mich fast wahnsinnig. Und heute? Du warst jetzt viele Jahre im Exil, ohne das Elex der Alps, allein. Ja, und ich bin durch die Hölle gegangen. Es verging kein Tag, an dem ich nicht all die Dinge, die ich meinem Volk und auch dir angetan habe, durchleben musste. Die wenigen Brocken Elex, die ich hin und wieder finde, halten mich davon ab, völlig durchzudrehen. Ich will, dass es endlich aufhört. Ich will wieder zurück zu meinem Volk. Ich brauche es. Das Elex-Depot von Ignadon. Ich kann es förmlich riechen. Sogar hier draußen spüre ich seine Präsenz. Du musst mir helfen, mein Junge. Ab zu den Klerikern mit dir. Je weiter ich mich den Fremden nähere, desto mehr Rätsel geben sie mir auf. Sie sind ein so hochentwickeltes Volk und doch scheinen sie mit ihren Forschungen und Techniken noch kein Ende gefunden zu haben. Die Rede war von neuen Kreaturen, die sie entwickeln. Veränderliche, die eine immens hohe Anpassungsfähigkeit besitzen sollen. Fragt sich, wofür sie die brauchen. Wenn sie es am Ende schaffen, unseren Planeten an ihre Bedürfnisse anzupassen, wozu brauchen sie dann noch die Fähigkeit der Anpassung? Da muss mehr dahinter stecken. Ich muss herausfinden, was die Skyans wirklich vorhaben mit unserer Welt und allem, was darin lebt. Jetzt, wo mein Weg für andere klar zu sein scheint und jeder weiß, wofür ich stehe, ist er für mich nur noch schwieriger geworden. Ist der Weg der Skyans am Ende doch der richtige? Ist das Erlangen der Unsterblichkeit und der nächsten Evolutionsstufe denn nicht doch das erstrebenswerteste Gut? Wofür werde ich mich entscheiden? Ich weiß es noch nicht. Ich habe einfach noch zu wenig Kenntnis über all diese Dinge, um eine schlussendliche Entscheidung treffen zu können. Und was ist mit meiner DNA-Replikation? Bin ich eigentlich noch ich selbst? Oder nur die Marionette des alten Mannes und merke gar nicht mehr, wie sehr ich manipuliert werde? Schon wieder. Die künstliche Intelligenz im Hauptquartier des Feindes ist ein weiteres Rätsel, das ich nicht einzuschätzen vermag. Wer oder was genau ist Cassandra? Was hat sie vor? Und wie viel Macht haben die Skyans ihr tatsächlich gegeben? Ist es sie, die am Ende alle Fäden in der Hand hält? Sind wir alle Lakaien einer fremden künstlichen Intelligenz, nur noch Werkzeuge für ein durchgeschmortes Stück Technik? Ich brauche endlich Antworten auf all diese Fragen. Und nur meine Drohne wird sie mir geben können. Auch wenn ich ihr nach den jüngsten Ereignissen nicht mehr hundertprozentig vertrauen kann, habe ich doch keine andere Wahl. Erst wenn wir den Krieg gegen die Skyans beendet haben, werde ich darüber nachdenken, dir zu helfen. Keinen Tag früher. Dann lass mich wenigstens zu euch in die Bastion. Das Exil ist auf Dauer zu gefährlich für einen alten Mann. Das Schicksal von Magalan wird sich bald entscheiden. Du wirst mir jetzt sagen, was du weißt, oder ich lass dich hier verrecken. Na schön.
Der Schlüssel zum Hauptformer ist Cassandra selbst. Diese zielstrebige künstliche Intelligenz kontrolliert das Eingangstor des Hauptformers. Wenn sie das Ding nicht öffnet, werden wir uns die Zähne daran ausbeißen. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Mit ihr verhandeln? Warum nicht? Vielleicht könnte es tatsächlich so einfach sein. Was hätte ich dieser Höllenmaschine schon anzubieten? Denk mal darüber nach. Du weißt doch, was sie will. Dawkins. Ah, du hast recht. Sie sucht nach der ersten humanoiden Anomalie. Sie sucht nach Dawkins. Nun, ich habe ja keine Ahnung, wie gut deine Beziehung zu diesem Monstrum gerade ist. Oh. Weitaus besser als meine Beziehung zu dir, meinem eigenen Vater. Wie auch immer, ich würde sagen, es ist einen Versuch wert, Kontakt zu Cassandra aufzunehmen. Wir wissen nur wenig über sie. Was treibt sie an? Was ist ihr großer Plan? Wird sie von den Skyans kontrolliert oder kontrolliert sie die Skyans? Ich könnte Crony U4 dazu bringen, mir einen direkten Draht zu Cassandras Synapsen zu verschaffen. Aber das ist riskant. Ich könnte meine Drohne und unsere strategischen Pläne verlieren. So, du kennst jetzt deine Optionen. Das war mein letzter Trumpf, den ich noch im Ärmel hatte. Mehr weiß ich nicht, was uns noch weiterbringen könnte. Also, tu nun, was immer du für richtig hältst. Na schön. Ich werde es mit dir versuchen. Doch wenn du der sechsten Macht Ärger machst... Spar dir das. Ich muss meine Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, wieder gut machen. Welche Chance hätte ich denn sonst, auf Dauer hier draußen zu überleben? Melde dich bei Warlord Tiag. Er wird dir deine Aufgabe zuteilen. Danke, mein Sohn. Du wirst es nicht bereuen. Hoffentlich. Aha. Natürlich nicht. Was sind meine Augen da drüben? Alten Konverter, diese Basis. Oh boy. Nicht mal ein Level Up. Was sagen die Missionen? Oh. Weißer Draht. Oh. So, mein Freund, wir haben einen neuen Auftrag. Stand by. Wir müssen die Empfangsdame der Skyans kontaktieren, wenn wir den Hauptformer lahmlegen wollen. Wahrscheinlichkeit der Existenz einer solchen Person 0,003%. Nein, ich meine, ich rede von Cassandra. Sie scheint die einzige Entität zu sein, die uns reinbringen kann. Die Steuerung der Tore und Türen eines Formers geschieht über eine zentrale Kontrolleinheit. Sag ich ja. Wahrscheinlichkeit der Ortung durch Kontrolleinheit 0 liegt bei 99,9%. Ich weiß, sie wird uns wieder ihre Schergen auf den Hals hetzen, wenn sie weiß, wo wir sind. Also machen wir das an einem Ort, wo Cassandras Kuratoren möglichst wenig Schaden anrichten können. Irgendwo in Thompson Town könnten wir doch so einen Ort finden. Was meinst du? Positiv. Okay, dann markiere ich uns ein schönes Plätzchen in einem verlassenen Winkel der Ruinenstadt auf meiner Karte. Wir postieren uns da erst einmal, dann sehen wir weiter. Stand by. Ein Level up. Ah, reisen wir mal rüber. Was ist das? Okay. Thompson Town. Das ist Crony. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Und dann machen wir die Mission in der nächsten Folge. Haben wir noch einen Fight? Wir haben noch einen Fight. Was ist es? Ach, hier. Keine Muni hier. Mit der... Okay. Nächsten Mal geht's hier weiter mit diesem schönen Ausblick. Oh.
Warum habe ich meine Kapuze nicht oben? So. Ah, jetzt kann man ein Thumbnail nehmen. Roni, willst du nicht ins Thumbnail rein? Da, jetzt da. Schau, Roni. Warte. So. Oder? Oder doch, so. Was Thumbnail haben wir? Oh. Tschüss.